mein Gott, gerade so überlebt. Nein, nein, nein! Ey, was ein Reinfall ist das hier eigentlich immer? Moin und recht herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge LSPDFA. Wir haben schon einen Einsatz. Warum steht da ein Auto? Okay, gut. Wir haben hier einen Einsatz bekommen, denn hier soll jemand eine Waffe in der Hand gehabt haben. Und ist auch schon flüchtig. Wenn es euch gefällt, Like, Abo und die Glocke nicht vergessen. Schreibt einen Kommentar. Road to 150. Und ja. Ich komme hier nicht hoch, ernsthaft. Ich brauche mal ein paar Einheiten. Oh, das wollte ich nicht, sorry. Wir sind hier mit dem X5M von Emergency Cat unterwegs. Und wenn ich dran denke, verlinke ich euch den Wagen unten unter der Videobeschreibung. Ey, nicht schießen, nicht schießen, obwohl gut, er schießt auch, also. Nein, hört auf zu schießen, hört auf zu schießen, hört auf zu schießen. Nicht schießen, Leute, nicht schießen. Nimmst du ihn fest? Gut. Boah, ey. Das als ersten Einsatz gleich schon wieder rumballern. So, dann werde ich sie mal mir nehmen. In mein Front hinten ins Auto setzen, wenn ich... Nein, ich dachte schon, ich höre mir gerade nicht raus. In den Front setzen. Wo auch immer der jetzt hingeht. Können Sie da mal reingehen, bitte? So. Oh, was ist denn jetzt los, ey? So. Und dann fahre ich mal zum Knast und wir sehen uns gleich am Knast. Die Kollegen können euch abrücken. Bis dann. So, hier gleich am Knast angekommen. Haben wir auch schon. Wo ist das? Habe ich das nur ich gesehen oder war da gerade ein Auto? So. Auf jeden Fall haben wir schon einen weiteren Auftrag. Wir sollen wohl jemanden festnehmen. Und da fahre ich dann auch gleich hin. Ist da vorne, nur irgendwie markiert mein Navi nicht mehr. Perfekt. 1,28 Kilometer. Wir sind uns da. Bis gleich. Also, wie es ausschaut, soll der hier vorne wohnen. Oder da hinten, eher gesagt. Oh, sorry. Ich wollte sie nicht anfahren, sorry. So, dann schaue ich mal, wo der wohnt. Ich glaube, ich hatte hier schon mal jemanden, den ich festnehmen sollte. Der wohnte dann hier rechts. Das Auto steht er da. Dann frage ich ihn wohl mal netterweise, ob er das ist. Hallo, ich kletter mal einfach über den Zaun. Hallo, bleiben Sie stehen. Polizei, hallo, stehen bleiben. Bleiben Sie stehen. So, einmal Units bitte. Gut, jetzt funke ich warum auch immer da in meiner Weste. Egal. Hallo. Oh, bleiben Sie stehen. So, Sie nehmen jetzt sofort die Hände hoch, sonst knallt. Hände hoch, sonst knallt. Ich dachte gerade, du hast mich beleidigt, Kollege. So, das passt ja dann. Dann haben wir den auch wieder festgenommen. Und dann dürfen wir den auch wieder zum Knast bringen. Und das mache ich dann mal. Wir sehen uns dann beim nächsten Einsatz. Bis gleich. So, da haben wir auch schon gleich den nächsten Einsatz. Da brennt wohl was. Also ein Haus oder so. Oh, wow, jetzt bin ich dem reingefahren. Auf jeden Fall, schreibt einen Kommentar, wie euch das Video gefällt. Ob ihr Wünsche habt oder. Was euch anfällt, schreibt auch einfach nur irgendwas. Hauptsache einen Kommentar. Damit ich was zu lesen habe und was zu tun habe. Weil ich habe zwar nicht so viel Zeit, damit ich jeden Tag ein Video bringen kann. Außer wenn ich frei habe, aber Kommentare lesen, dafür hat man immer Zeit. So, jetzt soll hier irgendwo was brennen. Natürlich ist die Area nicht gerade wirklich klein, ne? Obwohl hier links, wie es ausschaut, oder? Ja. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich hole mal drei Feuerwehr. Was muss ich jetzt machen? Muss ich da jetzt, ich habe hier halt kein Ding. Was soll ich jetzt machen? Nein, wenn du mich jetzt anfährst. Ey, das war so knapp. Ich hätte dich erschossen. So, jetzt fahrt. Komm, fahr. Fahrt beide. Ich will euch hier nicht drin haben. Weil dann mache ich hier eine Sperre jetzt. So, dann mache ich hier eine Sperre. Und dann löscht es. Weißt du nicht, was ihr macht.
Irgendwie müsste es ja löschen können. Wieso kann. Ey, wenn die das jetzt nicht löschen können. Also ich muss das löschen. Gif, Weapon, Fire, Exhauser. Dann lösche ich das Feuer halt, ne? Oh, 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 schnell, 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 sonst geht es hoch oder es geht auch sein vorbei. So, dann lösche ich das Feuer halt, weil die Feuerwehr ist ja unkompetent. Was soll ich denn jetzt machen? Will ich denn jetzt das Feuer löschen? Wie will ich denn jetzt das Feuer löschen? Und die Feuerwehr da unten ist so inkompetent oder was? Was sind das für Flammen eigentlich? Hilfe, ich bin hier in der Hölle gelandet. Wie will ich denn das löschen? Das brennt ja jetzt noch mehr. Komm, hör auf zu brennen, hör auf zu brennen, hör auf zu brennen, hör auf zu brennen. Ah! Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Schnell, 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 weg, 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 weg. Ah, 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 Hilfe. Nein, 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 nein. Ah, 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 nein, nicht, 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 nicht. Oh mein Gott, gerade so überlebt. Nein, nein, nein! Ey, was ein Reinfall. Ist das hier eigentlich immer? Ich hoffe auch keinen Einsatz, ne? Ja doch, heute habe ich wenigstens ein paar geschafft, aber trotzdem echt mal Hahn. Gut, dann sehen wir uns gleich. So, wir haben den nächsten Einsatz und zwar Shorts Fire. Da fahre ich auch mal schnell mit Sirene an. Ich kürze ein bisschen ab. Sonst muss ich nicht ganz weit über die Autobahn fahren. Sorry, die Kürbisse. Ne, das ist das ja kein Kürbis. Palme, was auch immer das darstellen soll. Bezahlt natürlich die Polizei. Einmal alle aus dem Weg. Aus dem Weg. Ich will die Leute ja nicht unbedingt. Ist mein Auto eingefroren, wow. Schnell, 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 komm, 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 komm. Ey, Mann, was fährst du mir rein? Oh mein Gott. Boah, der hat richtig an den Kopf gekriegt. Warum hab ich auf einmal Vater Haare? Ja, egal. So, nimm jetzt beide die Hände hoch. Nimm sie die Hände hoch. Digga, ich baller da, ich halte da drauf. Sind die down? Ich glaube, sind alle down, ne? Ja, hier. So, gut, dann brauche ich einmal schnell den Rettungsdienst hierher. Gut. Kollegen, geht's euch gut? Geht's dir gut? Geht's euch gut? Oh. Holt euch den, holt euch den, holt ihr den. Der hat dich angefahren. Jawohl, jetzt kann ich da auch nichts mehr machen. Dann würdest du mich gern healen, das wäre sehr nett. Ernsthaft? Jetzt doch nicht, oder was? Hast du jetzt anders überlebt, oder wie? So, könnt ihr da was machen? Bitte, macht da noch irgendwas. Das wäre doof, wenn nicht. Da haben wir schon wieder ein paar Leichen. Im Leichenhaus, da sind doch schon so viele. Ich habe hier in letzter Zeit so viel rumgeballert. Einmal eine Gerichtsmedizin, bitte. Oh! Schießt ihm die Reifen platt. Ich hol mir den. Na ja, gut, komm ich nicht hinterher. Wo wollen die Medics jetzt hin? Warte, warum liegt da ein Kollege? Der lebt, aber ist irgendwie tot. Kann mir das jemand erklären? Ich fahr mal das Auto zur Seite. Warum steht denn da mitten im Weg? Ah, hier liegt die Leiche. Dann nehme ich den mal weiter zum Absichern. Schusswunde, Schrotwaffe. Ja, gut, okay. Finde ich jetzt nicht unbedingt, aber... Jeder das, was er will. Gut, dann würde ich einmal das Fahrzeug durchsuchen. Einmal schauen, auf wen das zugelassen ist. Einige Tüten Marihuana, gut, jetzt kann ich verstehen. Einmal Abschreibdienst, dann gucke ich einmal selber in meinem Fahrzeug. Die steht einfach in dem eigenen Auto.
Hier ist nix. Das Kfz zählt irgendwie auch nicht mehr auf einmal. Der Adder, wem gehört er? Gut, Diebstahlmeldung, wurde geklaut, also was macht? Egal. Gut, dann denke ich mal, müssen hier der eine Kopfwagen auch nochmal abgeschlossen, genau. Wäre schön, wenn er nur abgeschlossen werden müsste und nicht abgeschleppt. So, einmal abgeschleppt werden. Ja, auch für ein Polizeifahrzeug. Könnt ihr wieder weiterfahren oder braucht ihr noch... Ich glaube, ihr braucht eine Abholung, ne? Kann ich eigentlich mit dir reden? Ich will nicht ins Auto steigen. Kann ich mit dir reden? Nö, kann ich nicht. Gut, dann denke ich mal, ihr schafft das hier und ich fahre mal weiter, ne? Das wollte ich nicht, sorry. Gut, dann fahre ich weiter, holen wir den nächsten Einsatz und wir sind dann beim nächsten Einsatz, denke ich mal, ne? Bis gleich. Warte, stopp mal. Doch nicht bis gleich. Was macht denn er hier? Was machst du hier, hä? Das kann auch nicht angehen. Was machst du denn hier? Gib mir deinen Ausweis sofort. Dankeschön, den überprüfe ich ja mal schnell. Stell mal vor, der hat jetzt irgendwas am... Mach die Tür zu. Sonst wird die abgefahren. Wer ist dieser Frank Wattos? So. Delikt. Verkehr. Schutzrechtsverletzung. Was ist das, Alter? Was könnte ich ihm denn dafür geben, dass er jetzt illegal da rumläuft? Das ist ein ordnungswidriges Verhalten. Das kann ja nicht angehen, dass sie hier rumlaufen. Voice Crack. $800, ja gut, das habe ich jetzt nicht gewollt, dass er das... Ich wollte ihm das eigentlich geben und ihn nicht festnehmen. Gut, dann greife ich ihn mir halt und fahre ihn oben an die Straße. Oder nee, komm, ich dafür lasse ich einfach jetzt Kollegen kommen, die ihn abholen. Sie können sich hinknien. Dafür lasse ich jetzt Kollegen kommen, die ihn abholen. Ich mach das nicht. Sollen die schön klären mit ihm. Kann sich auch mit denen streiten wegen den Bußgeld. Dann sehen wir uns jetzt aber wirklich beim nächsten Einsatz. So, ich sehe gerade jemanden laufen. Kommt mir ein bisschen verdächtig vor. Weil der läuft die ganze Zeit schon. Jetzt kann er sich gut verstecken. Er ist jetzt weg. Wenn er jetzt weg ist. Ne, da vorne läuft er. Aha, was läuft denn der hier? Ja, beschwer dich. Bleiben Sie mal stehen davon. Bleiben Sie einmal bitte stehen. Stehen bleiben! Bleiben Sie stehen, Polizei! Stehen bleiben! Hallo, guten Tag! Was machen Sie denn hier? Was laufen Sie denn hier rum? Geben Sie mir mal Ihren Ausweis. Jetzt darf ich 10 Stunden zurücklaufen, nur um mein Auto zu holen. Ey, wenn Sie jetzt weglaufen... Meine Waffe ist schusssicher, ne? Die kann schießen, meine ich. Also die wird auch schießen auf Sie, wenn Sie jetzt weglaufen. Ja, gut, okay. Er hat, glaube ich, meine Worte gehört. So. Werde ich einmal gucken. Mikey Key. Hier ist alles okay. Der Jack Sanchez. Der Arme. Oder war verurteilt von mir für irgendwas. So, dann ich kann schon nicht mehr reden. Dann dürfen Sie weitergehen. Na, ich hole Ihnen lieber ein Taxi. Weil laufen ist ja, wie man sieht, bei ihnen echt gefährlich. Und ja. Machen Sie das Beste draus mit dem Taxi. Laufen Sie nicht hier mitten im Tunnel, da vorne kommt das Taxi schon. Hoffentlich ist es das Taxi. Ich glaube aber nicht. Nein, ist nicht. Auf jeden Fall machen Sie keine Scheiße und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Tag. Servus, Kollegen. Wenn man schon dabei ist, kann man ja auch mal das Taxi kontrollieren.
kann ja auch um ein Problem haben. Gut. Dann halte ich den gleich mal an, wenn er keine Fahrerlaubnis hat. Mache ich gleich schon mal den Warnblinker an. Damit. Wo willst du jetzt hin? Entscheide dich. Dann gucke ich ja mal meinen Computer. Taxi. Wer ist dieser Christopher Smith? Ich guck mal, vielleicht sitzt er in dem Auto. Es wäre lustig, wenn der jetzt echt da drin sitzt. Einmal Bären Ausweis. Das ist halt Retalk, der Christopher Smith. LOL. So. Dann schaue ich mal. Fahrerlaubnis entzogen. Wie lange ist denn die schon entzogen? 2020. Wir sind im Jahre 2022. Das heißt, dieser Typ hat einfach schon 2 Jahre keinen Führerschein mehr. Ist das nicht mittlerweile dadurch schon das? Ja. Dann gucke ich nochmal, was ist hier beim Verkehr? Ist das das gleiche? Perfekt, ja gut. Dann gibt es für mich nochmal einen kostenlosen, also von mir, nicht für mich, sondern von mir nochmal ohne Lizenz, nee, das ist das falsche. Fahren ohne Führerschein. 30, nee, abgelaufen ist er ja nicht, ne? Ist ja nicht abgelaufen. Dann wird der noch hinzugefügt. Und dann darf dieser Christopher Smith Bußgeld auf Bewährung haben. Und dann bekommt er das, sein Taxi bekommt er aber eingezogen. Weil ohne Führerschein. Ich krieg mal glatte 1000 Dollar von ihm. Die hätte ich natürlich sehr gerne, dann würde ich mal mein Setup ausrüsten. Neues Mikrofon etc. etc. Aber nee. Gut, der einmal umdrehen. Sind festgenommen. Wegen Fahren ohne Führerschein. Da war ein ganz kurzer Ruckler. Dann brauche ich ja meinen Abschlepper und sie lasse ich auch abholen. Sie bringe ich trotzdem noch mal hier rechts an den Rand. Was? Hallo? Warum konnte er seine Arme auseinandernehmen? Obwohl er gefesselt ist. Dann dürfen sie sich hier hinknien. Und das nächste Taxi mit gefühlt der gleichen Person. Wow. Warum ruckelt es hier so? Und dann würde ich sagen, machen wir noch einen Einsatz. Bis gleich. So, ich habe gerade fast selber nichts mitbekommen, aber hier scheint wohl ein Cop-Auto gestohlen worden zu sein. Da hole ich auch noch mal ein paar Units dazu und auch noch ein Luftunterstützung. Ey, es bringt nichts, wenn ihr lauft. Ich wollte da jetzt nicht mit reinfahren. Hier geht's jetzt ab. Oh. Ey, was machst denn du? Ey, Kollege, was machst du? Meine Güte, Kollegen, wie fahrt ihr denn hier? Das muss ich richtig Stulle geben. Das muss ich richtig Stulle geben. Ich komme fast nicht hinterher. Was ist denn das? So. Rammt die ernsthaft andere Leute weg? Oh. Ja, das war knapp, sagen wir es so. Ich komme da nicht mehr hinterher, ne? Ich hole noch mal ein paar Units dazu, damit wir den auch wirklich kriegen. Komm, Auto, schaff was. Ich komme da wirklich nicht hinterher. Wenn du einmal nicht dran bist, dann hast du verloren. Ey. Was machst du? Ja, der kann richtig Stulle geben. Aber der Rest nicht, oder was? Warum kann ich mit meinem X5M
keine Stulle geben. Ich drehe komplett durch. Wie schnell bin ich? 100? 20? Maximal. So, da vorne sind die aber. Wollen die machen alle nichts, ne? Ja gut, wir sind in Deutschland. Pinten ist jetzt nicht die schlauste Idee. Ist das überhaupt erlaubt? Ich glaube nicht, ne? Ach komm, ich guck einfach mal, was wir hier machen. Pinten tun sie auf jeden Fall. Raus aus dem Fahrzeug. Ich mache gleich mit Hafenwaffen. Raus aus dem Fahrzeug, sonst knallt's. Raus aus dem Fahrzeug, sonst knallt's. Raus aus dem Fahrzeug, sofort auf den Boden. Das war ein Warnschuss. Das runter auf den Boden. Eine Dollarkette. Wir sind in Deutschland. Wenn, dann müssen wir so eine Eurokette haben. Keine Dollarkette. So, gut. Perfekt. Gut, dann hole ich für ihn nochmal einen polizeilichen Transport. Der kümmert sich dann um alles. Dann hole ich hierfür nochmal. Person befragen. Na gut, jetzt ist es nicht mehr eine Person, jetzt geht's nicht mehr. Und dann werde ich nochmal ein Flatbed für den hier holen. Und dann würde ich sagen, was ist auch schon mit der. Oh Gott, das war knapp. Mit der heutigen Folge LSBDFA. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo und die Glocke nicht vergessen. Schreibt einen netten Kommentar. Kommt auf meinen Discord. Link ist unten in der Videobeschreibung. Das Fahrzeug hoffentlich auch, wenn ich es nicht vergesse. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.